Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Ihr seht, ich habe mich schon mal warm angezogen bei den neuesten eiskalten Schlagzeilen rund um Andreas Ellermann, Nadel und einer Dame, die Vanessa heißt. Ich habe hier auf meinem Kanal schon drüber berichtet. Da gab es sehr, sehr merkwürdige, nicht übereinstimmende Aussagen, sowohl von Andreas als auch von Vanessa. Schaut euch unbedingt die Videos hier nochmal an. Ich verlinke euch das erste Video hier oben. Aber jetzt scheint wohl Andreas Ellermann aus dem Hotel geflüchtet zu sein und seine Ex-Freundin Patricia Blanco scheint so richtig schadenfroh zu sein und haut nochmal ordentlich drauf. Und das werdet ihr hier alles sehen. Doch bevor wir damit beginnen, erst einmal möchte ich mich bei euch bedanken. Unter meinem Video, welches ich heute Morgen veröffentlicht habe, ging es ja um den Angriff von Iris Klein gegen mich. Und ich möchte wirklich einfach mal Danke sagen, wie viele von euch wirklich hier meine Arbeit auf YouTube verstanden haben, mich wertschätzen, mich gelobt haben und einfach wirklich auch hier in diesem Moment mir beigestanden haben und gesagt haben, Danny, nein, was du hier machst, ist wirklich wichtig. Und das ist wirklich schön zu lesen und ich habe jeden einzelnen Kommentar gelesen, das habt ihr ja mitbekommen, ich habe auf jeden Kommentar reagiert und dafür möchte ich mich einfach ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr seid eine so starke und eine so loyale, tolle Community. Das habe ich so auch auf YouTube, vielleicht auf meinem Hauptkanal, aber sonst nirgendwo erlebt. Dafür mein herzlichster Dank und alle die, die jetzt hier neu einschalten, ihr dürft euch gerne dieser Community anschließen. Wenn euch das Thema rund um Andreas Ellermann, Patricia Blanco interessiert, dürft ihr gerne diesen kleinen YouTube-Kanal abonnieren. Wir sind kurz vor den 14.200 Abonnenten, das ist unglaublich. Und die Kollegen von Promis und mehr, genau genommen Sigrid Schulz, hat einen sehr spannenden Artikel über diese ganze Entgleisung, die gestern passiert ist, geschrieben. Diesen Artikel verlinke ich euch hier einmal unter dem Video. Lest es euch gerne durch, um da auch ein paar Einzelheiten zu erfahren. So, eine etwas längere Einleitung. Tut mir leid, aber mir war es mal wichtig, das von heute Morgen einmal aufzugreifen. Jetzt gehen wir aber zu der neuen Schlagzeile. Wir switchen mal direkt zu Patricia Blanco in ihre neue Wohnung. Die muss sie noch selbst einrichten. Und hören uns erstmal an, wie sie die ganze Situation, übrigens, das ist keine Zigarette, das ist ein Diddle-Stift, ja, falls ihr euch wundert, was ich in der Hand habe, das ist ein Diddle-Stift, ja, den brauche ich manchmal. Was Patricia Blanco zu den ganzen, Wind rund um Andreas Ellermann zu sagen hat, sie hat eine Menge zu sagen, das könnt ihr euch ja vorstellen, aber es ist auch das erste Statement von ihr, seitdem sie etwas ganz Schlimmes erfahren hat. Wir wissen noch nicht, was sie erfahren hat. Sie war dann so, ja, 3 Tage ruhig auf Instagram, meldet sich jetzt aber zu Wort. Ich weiß, viele stehen Patricia Blanco auch kritisch gegenüber. Allerdings bitte auch hier wieder freundlich und höflich in den Kommentaren. Schreibt nicht den B-Promis auf Instagram, verteilt keinen Hass, keine Hetze, sondern hört einfach nur zu, was sie euch zu sagen hat. Und wir schalten mal rüber. Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt wollte ich mich mal bei euch melden. Ich bin ja hier wieder in meiner schönen Wohnung, die ich ja einrichten muss, die immer noch leer ist. Da bin ich gerade dabei. Ihr wisst ja, wie lange sowas dauert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sind das alles grausame Meldungen und alles gewesen. Oh Leute, Leute, Leute. Aber ihr seht, Karma is a bitch. Also ich bin Gott froh, dass ich das alles los bin, diesen Mann los bin, dieses Ganze. Das ist einfach nur grauenvoll, was Menschen sich auch einbilden und was die alle denken und was sich so ein älterer Mann noch einbildet. Also es ist unfassbar, was Größenwahnsinn mit Menschen machen. So, ich mache mir jetzt einen schönen Tag. Ich bin einfach froh, dass ich das alles hinter mir lassen konnte. Ich wünsche euch einen schönen Vormittag oder Tag. Macht was draus und genießt euer Leben und verschwendet eure Zeit bloß nicht mit oder Menschen, die meinen, sie sind die Größten. Das sind die Schlimmsten. Größenwahnsinnige Menschen sind die Schlimmsten. Also, euch einen schönen Tag und ich wünsche euch positive Vibes. Ciao. Ja, ich musste hier was piepen, weil es doch schon eine heftige Beleidigung war. Also, ich weiß, ich sage euch, was, welche Überschrift das hat. Ja, ist so ein bisschen Genugtuung oder Schadenfreude. Finde ich persönlich nicht angemessen. Ja, natürlich, es ist ihr Ex-Freund, da kann man dann auch mal was drüber sagen. Aber das war schon irgendwie, für mich hat es den Eindruck, mal jetzt nachtreten. Ich weiß nicht, wie ihr das aufgenommen habt, das ist so mein Eindruck. Jetzt mal schön nachtreten, es hätte sich dazu auch gar nicht äußern
brauchen und ihre Instagram-Pause, von der sie uns ja erzählt hat, einfach auch hätte durchziehen können. Warum sie das jetzt gemacht hat? Na, ich habe da so meine eigene Vermutung. Ich glaube, dass sie einfach hier noch mit Andreas Ellermann einige Rechnungen zu begleichen hat. Wir erinnern uns, Andreas hat sie ja aus der Villa nach vielen Wochen, sogar Monaten jetzt endlich draus. Patricia hat ja die Villa besetzt, sie wollte ja nicht ausziehen. Das hat der Andreas uns allen erzählt. Wahrheitsgehalt, Bild, ja. Kann ich natürlich auch so nicht einschätzen, aber so haben wir das hier in den letzten Wochen besprochen. Und Fakt ist, sie ist jetzt auch erst ausgezogen, nachdem Andreas ihr eine Wohnung gestellt hat, die Wohnung bis zum Ende des Jahres bezahlt hat, die Kaution bezahlt hat und ihr noch einen Job in seiner Firma bis zum Ende des Jahres vermacht hat und sie damit noch über die Runden kommt. Zusätzlich noch der geschenkte Porsche und dann war noch eine 50.000 Euro Rolex im Spiel. Ob sie die jetzt aber bekommen hat, konnte ich jetzt gerade nicht sehen. Also hier kommt ein doofer Beigeschmack bei rum, bin ich der Meinung, ja, man könnte auch einfach sich gar nicht äußern, Dankbarkeit, Demut, ja, wäre angebracht, aber auch Andreas Ellermann lässt ja richtig scheppern. Mir war es aber erstmal wichtig, euch die Reaktion von Patricia Blanco einmal zu zeigen. Und jetzt gibt es einen neuen Artikel, wir sind hier bei Tag 24 und gucken jetzt mal dort direkt ein. Da gibt es jetzt nämlich darum, dass Andreas jetzt halt aus dem Apartment, aus dem Hotel geflüchtet sei. Ich denke, das hängt vielmehr damit zusammen, dass seine Villa, wir haben sie hier auch fälschlicherweise als Haus bezeichnet, dass er in seine Villa geflüchtet ist, weil sie einfach wieder frei war. Aber wir gucken mal in den Artikel rein. Hamburg! Bei Millionär Andreas Ellermann kehrt keine Ruhe ein. Jetzt musste der Ex von Patricia Blanco aus dem Hotel flüchten, in dem er die vergangenen Monate gelebt hatte, weil er vor einer, ihr seht das Wort, belagert wurde. Zitat Ende, ihr wisst, auf YouTube darf ich einige Wörter nicht aussprechen, von daher habe ich es euch mal markiert. Nachdem er laut eigener Aussage an der Hotelbar eine Blondine kennengelernt und ihr nach ein paar Drinks Geld gegeben habe, seien immer mehr Escort-Damen in dem Hotel gesichtet worden. Gegenüber Bild erklärt Ellermann, ich habe außerdem mehr als 50 Zuschriften auf Instagram erhalten von Damen, die sich mit mir treffen wollen. Ich musste jetzt die Notbremse ziehen, bin erst einmal in mein Anwesen zurückgekehrt. Ich brauche jetzt dringend Ruhe. Zitat Ende. Finde ich gut. Einigen wir uns doch auf dieser ganzen Villa-Haus-Bungalow-Debatte einfach auf das Wort Anwesen. Ja, das finde ich ganz sympathisch. Nennen wir doch die Millionärs, will er doch einfach Millionärsanwesen. Warum denn nicht? Hier scheint Andreas Ellermann, wie gesagt, vor einigen Escort-Damen geflüchtet zu sein. Das medial aber auch natürlich wieder aufgegriffen über die Bild-Zeitung. Da habt ihr ja schon mitbekommen, da gibt es so eine Schnittstelle zwischen Andreas und der Bild-Zeitung. Ich weiß noch nicht so richtig, wie die zueinander stehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Andreas sagt, jo, ich gebe euch die 50 Euro Presseartikel und dafür bekomme ich einen Artikel. Könnte sein, weiß ich nicht. Nicht, dass jetzt hier wieder ein großer Sturm ausbricht. Nein, natürlich wird das so nicht sein. Aber man hat natürlich irgendwie die Vermutung, wenn über solche langweiligen Dinge berichtet wird, ja, als ob wir keine anderen Probleme hätten, als dass Millionär von Escort-Damen im Hotel belagert wird und flüchten muss. Also Freunde, wo sind wir denn hier, ja? Aber wir lesen mal weiter. Dort wird er nun von seiner guten Freundin Nadel umsorgt und bekocht. Ellermann dazu, das tut mir sehr gut. Ich habe bei meinem Auftritt beim Schlagerhammer schon einen Schwächeanfall erlitten, musste gestützt werden. Auch Nadel zeigte sich schockiert. Was hat man bloß mit meinem Andreas gemacht? Ich habe ihn immer von jungen Frauen gewarnt. Die wollen doch nur durch ihn bekannt werden. Ich werde ja zukünftig verstärkt auf ihn aufpassen. Zitat Ende. Darüber müssen wir reden. Also erstmal möchte ich ganz klar sagen, nicht jede junge Frau ist eine Gefahr. Ganz im Gegenteil. Es gibt viele sympathische, liebe junge Frauen. Und das erstmal vorweg. Nicht jede junge Frau ist eine Gefahr. Dass Andreas Ellermann hier einen Schwächeanfall hatte auf der Bühne, hinter der Bühne, das ist mir tatsächlich jetzt völlig neu. Dass er gestützt wurde auch. Womit das zusammenhängt, kann ich euch nicht genau sagen. Es gab einen Artikel in der Märkischen Allgemeine. Da ging es darum, dass Andreas Ellermann ein bisschen ausgebuht wurde. Nadel wohl, Zitat, rotzevoll gewesen sein soll. Ich verlinke euch das Video hier oben euch auch noch einmal, wenn euch das interessiert. Alles sehr, sehr kurios. Ob das damit zusammenhängt,
zusammenhängt. Dass er vielleicht einfach auch nur enttäuscht war oder mehr erwartet hat, das kann ich euch nicht sagen. Fakt ist aber eins, wenn es Andreas Ellermann nicht gut geht, dann wünsche ich ihm natürlich auch eine gute Besserung. Vielleicht wäre es für ihn auch sehr ratsam, sich aktuell so ein bisschen zurückzuziehen. Das wäre im Übrigen ja auch für Nadal sehr ratsam, einfach mal ein bisschen weg vom Gaspedal, mal runter auf die Bremse, vielleicht mal rechts ranfahren und einfach mal wirklich einen Moment ruhen. Warum? Nadal vermutet, dass junge Frauen über Andreas Ellermann ja bekannt werden wollen. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Hate oder so, sondern das ist einfach nur meine persönliche Wahrnehmung, was einige von euch ja auch schon hatten. Andreas Ellermann war ja eigentlich gar nicht bekannt bis zu der Trennung mit Patricia Blanco. Zumindest bei mir nicht, ja. Er ist als Moderator früher unterwegs gewesen, in der Schlagerszene immer irgendwie da. Aber er war jetzt nie ein großer TV-Darsteller, Trash-TV-Darsteller. Er ist erst so ein bisschen bekannter geworden durch die Prellung durch Patricia Blanco, vielleicht auch durch den einen oder anderen Reacten-Kanal hier auf YouTube, der darauf reagiert hat, aber dass jetzt die erste Intention bei jungen Frauen ist, über Andreas Ellermann bekannt zu werden, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es sehr viel andere prominente Männer, auf die man zugehen könnte, wenn es einem nur um Reichweite, Fame und Ruhm geht, Freunde. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Schreibt mir gerne eure persönliche Meinung rund um dieses Thema in die Kommentare. Bleibt freundlich, bleibt höflich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Morgen früh um 8 zum ersten Kaffee. Mal sehen, was uns da dann so erwartet. Ja, ich bin schon ganz gespannt, auf was wir hier denn da zurückgreifen können. Euch erstmal alles Gute, einen schönen restlichen Dienstag und bis morgen. Ciao.